leise sein, weil jetzt muss ich was machen. Also, sehr cool, dass ihr alle da seid. Das ist ja so ein bisschen ein verrücktes Experiment, was letztes Jahr, letztes Mal auf dem Corporate Learning Camp abends gestartet ist, wo so ein paar Leute zusammensaßen, die früh in der Tri-Cat-Session waren und gesagt haben, im Vergleich zu einem Computerspiel kann man da ja ganz wenig machen in der Welt. Also man kann ganz wenig interagieren und die Welt modifizieren und man hungert nicht und man stirbt nicht und so weiter. Also es hat sich so ein bisschen nicht real angefühlt und dann sind wir halt auf die verrückte Idee gekommen, warum machen wir nicht beim nächsten Corporate Learning Camp einfach mal so eine Session, die wir nicht in einem Lerntool machen, was wir spielifizieren, also gamifizieren, sondern gehen den Weg andersrum. Wir nehmen ein Spiel und machen da so ein kleines Lernsetting rein. Und bevor ich jetzt so kurz nochmal so einen Abriss gebe, was die Idee bisher ist, wie das am 29. laufen soll, hätte ich gesagt, wir sind eine überschaubare Runde, dass einfach jeder kurz, weil ich glaube, es kennen sich noch nicht alle untereinander, so seinen Namen sagt und warum er heute dabei ist, also was ihn gereizt hat bei sowas vielleicht ein bisschen verrückt anmutenden dabei. Und ich lasse erstmal hier meine Hilfskraft quasi, die Marlene, die hat sich bereit erklärt, sozusagen den Helpdesk zu machen, also in Minecraft dann Leuten zu helfen, auch am 29. Das heißt, bei dir fangen wir an. Also ich bin die Marlene und ich wollte mitmachen, weil ich meinem Papi helfen wollte. Das ist immer gut. Dann gehe ich einfach mal die Liste durch, das ist vielleicht am einfachsten. Bernd? Bernd Auris von Audi. Ja, ich bin leidenschaftlicher Zocker und habe gesagt, ich finde die Idee cool. Ich bin jetzt zwar nicht der Minecraft-Freak, dafür habe ich meinen Simon gerade dazu geholt, der ist fast 16. Der will noch nicht in die Kamera gucken gerade. Ja. Wobei ich kann am 29. nicht dabei sein. Aber ich finde das sehr spannend, was ihr macht und ist auf jeden Fall mal ein interessanter Weg, das weiter zu verfolgen, in welche Richtung das geht. Sehr cool. Dann habe ich die Barbara. Ja, Barbara Hilgert. Ich bin dabei, weil das Thema Lernräume, Gestaltung von Lernräumen mich total reizt und gleichzeitig ich ein totales Spielkind bin. Ich habe mich schon auf Gäser getummelt, auf dem Spielplatz und so weiter und alle so Sachen ausprobiert. Und als ich das gelesen habe, gesagt, das ist genau meins. Meine Kinder spielen auch Minecraft mit Leidenschaft. Und ich habe es aber bis jetzt noch nicht richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, dieser Umweg ist genau richtig für mich. Das sind wir heute hier, perfekt. Dann habe ich die Bianca. Ja, ich bin dabei, weil ich verstehe meine Kinder nicht, wenn sie Minecraft spielen. Meine studentische Hilfe sitzt nur per Telefon oder Chat schnell bereit, sonst hätte ich es nicht mal geschafft, das Spiel runterzuladen. Ja. Ich finde das sehr spannend und ich bin ja in vielen Ausbildungsbereichen auch mit involviert und denke, naja, wenn die so dröge ist, sollte ich vielleicht auch manchmal lernen, was ich zwar nicht drüber befinde, aber gut, das ist Ansichtssache. Vielleicht kann man das auch mal ein bisschen netter so verpacken und dann macht es auch Spaß. Und also, was ich jetzt alles schon so ein bisschen erwähnt habe, ist genau ein bisschen der Hintergedanke, dass ja beim Corporate Learning Camp viele Teilnehmer zu Hause sind, bei Familie und Kindern. Und immer so ein bisschen die Frage vielleicht ist, nehme ich jetzt an der Abendveranstaltung teil oder isst mal lieber zusammen zu Abendessen? Ne? Und die Idee wäre genau, dass da so Tandems sind von Minecraft-Pros und Eltern, die dann halt zusammen vielleicht auch dran teilnehmen oder mitbauen. Das ist so ein Gemeinschaftsevent vielleicht. Okay, dann habe ich den Clemens. Bist du auf Mute noch, Clemens? Machen wir erstmal den Michael, bis der Clemens geunmutet ist. Jetzt. Ja. Ja, ich bin Michael, arbeite bei Liebherr und ja, ich weiß nicht, warum bin ich jetzt hier dabei. Eigentlich einfach, weil ich eine total coole Idee finde, es mal anders anzugehen. Eben so richtig aus dem Spiel heraus zu gestalten, Lernräume zu gestalten, super passend zum Motto von der CLC und keine Ahnung, ich habe noch nie Minecraft gespielt. Das Trocken ist schon ein bisschen her, habe ich schon echt länger nicht mehr gemacht. Meine Kinder sind nämlich noch ziemlich klein, die wollen jetzt gerade andere Sachen machen, als den Papi vom der Playstation zu beobachten oder so. Das wird auch nicht zukommen. Ja, das kommt noch, ja, da bin ich mir sicher. Da kann ich jetzt mich jetzt schon mal ein bisschen einfühlen so und vorbereiten. Der super spannendes Ding. Ja, okay, dann jetzt der Clemens. Aber jetzt, sorry, ich habe die Maus verloren und nicht unmuten können. Clemens Stieg aus GFB aus Wien. Ich bin
passiver Minecraft-Fan, weil mein Sohn auch da hineingekippt ist und ich das wirklich sensationell gefunden habe. Also einerseits zu beobachten, wie Kids das und ich habe damals schon gedacht, dass eigentlich für Lernen super sein muss. Und wir haben experimentiert gerade für Teamentwicklung, also virtuelle Teamentwicklung, das nutzt das Tool. Und dann war ich neugierig und das super, weil ich, wie ich es beim Sohn gesagt habe, dass ich das heute im Büro machen werde, habe ich 100 Punkte bekommen. Also das war schon beeindruckend. Sehr gut. Das war cool. Das ist auch ein guter Grund. Ja, dann die Katharina. Da. Ja. Ja, Ekaterina, Berlin. Es ist für mich interessant, weil ich irgendwo darüber gelesen habe. Ich glaube, in Russland haben irgendwelche Studenten das schon eingesetzt, die Medienkommunikation studieren, so in Minecraft. Und deswegen dachte ich, okay, kann ich das vielleicht auch ausprobieren. Ja, sehr gut. Dann habe ich den Florian. Ja, hi, servus, ich bin der Florian. Ich war bei der Abendsession beim CRC mit dabei, wo wir da so mal dieses erste Brainstorm oder auf die Idee gekommen sind. Und ich finde die Idee einfach mega cool. Meine Kids spielen auch noch kein Minecraft. Ich habe damit auch noch keine Berührungspunkte, immer nur davon gehört. Vielleicht nehme ich meinen ältesten Sohn mit, der ist 5. Vielleicht interessiert ihn das schon so ein bisschen, weil er findet das immer spannend, was der Papa macht. Mal schauen. Muss ich mal sehen. Muss mal schauen, weil wir haben da Herbstferien, wie da so die genaue Planung ist, ob ich dann dabei bin beim CLC. Aber ich habe es schon vor und ich finde es einfach mal cool, ja. Vielleicht den Kindern voraus zu sein. Ja. Und ich finde die Idee einfach cool. Bin gespannt. Ja, sehr schön. Ja. Also ehrlich gesagt bewege ich mich jetzt gerade außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan von Minecraft. Und das Letzte, was ich gespielt habe, war, glaube ich, Tetris und Simon the Sorcerer. Also und ich. Tetris mit den Blöcken ist schon mal gar nicht schlecht. Du kannst übrigens Tetris in Mindtest spielen. Ja. Das zeigen wir nachher. Okay, na dann. Sehr gut. Genau. Und ich habe schon mein erstes Fail, ich lade es mir gerade runter. Also ich. Oh, da kommen wir dann. Kein Stress, das machen wir dann schon. Sehr gut. Da habe ich Karl-Heinz. Ja, also ich bin immer fasziniert von der Idee von Simon, mal zu sagen, nicht Lernmodule mit Gaming-Elementen anreichern, sondern umgekehrt mal vorzugehen, dass wir die Lernwelt mal mit Lernelementen also die Gaming-Welt mit Lernelementen anreichern. Und das finde ich so spannend, dass ich unbedingt sehen will, was daraus wird. Sehr gut. Dann nur mit dem Christian. Hi, schöne Grüße aus Wien. Clemens, da fällt mir ein, dein Bruder muss ich noch, den habe ich schon seit 2 Monaten auf der Rückrufliste. Florian ist dein Bruder, oder? Ja, also ich bin bei der Enterprise Training Center bei der Firma. Wir machen berufliche Weiterbildung im IT-Bereich und ich bewege mich jetzt in der bewussten Inkompetenz. Keine Ahnung, wie Minecraft geht. Das letzte Spiel war ein Kartenspiel, ein Lego-Spiel und ein Mandolinenspiel. Ja. Sehr gut, gut gewartet. Dann lernt man ja auch dabei. Ja. Und spielt man ja auch. Exzellent. Ja, bin gespannt. Dann habe ich die Susan. Ja, also ich spiele eigentlich lieber an der Konsole als am Computer, wobei mein Computer durchaus dafür gut ausgerüstet ist. Meine Kinder sind schon ein bisschen was älter. Meine Söhne haben mir heute Vormittag schon ein bisschen geholfen, mich in meinen Test zurechtzufinden. Dabei haben wir festgestellt, es gibt ein paar Unterschiede. Also meine Söhne, der eine, der wird nächsten Monat, also in 2 Wochen 15, der andere wird im Dezember noch volljährig. Und die haben da also auch viel Erfahrung. Mein großer Sohn und sein Freundeskreis, durch die habe ich schon Discord kennengelernt. Die sind da viel unterwegs und spielen dann auch öfter mal abends Spiele zusammen mit dem Freundeskreis quer über Deutschland verteilt. Manchmal darf ich auch mitspielen. Und deswegen dachte ich, coole Idee, das mit Mindtest auch mal zu machen. Und ja, genau. Vielleicht einfach dabei sein. Konsole. Wir hatten im Frühjahr mal überlegt, das mit Minecraft zu machen. Da gibt es aber 2 Probleme. Zum einen muss man das Spiel kaufen, was eine Barriere ist halt für Leute, die einfach mal so ausprobieren wollen. Und die einzelnen Versionen sind nicht kompatibel untereinander. Also wenn einer Xbox hat und der andere hat PS4 und der andere hat Windows, dann kann man eben nicht zusammenspielen. Deswegen sind wir. Und es gibt Monster, was furchterregend ist. Genau, dann habe ich tatsächlich noch die Tina. Ja, hi. Ich habe einen Neffen, der begeisterter Minecrafter ist und ich bin jetzt da unter anderem für die Doro-Branche.
Mama von den Gelben Raben, weil wir gerade zusammen was machen für eine Schülermitverwaltung und wir halt uns sehr stark interessieren dafür, wie kriegen wir Zusammenarbeit irgendwie digital abgebildet und was gibt es für Möglichkeiten. Also ich mache ein Wertetraining an Schulen und arbeite da mit einer App und ich finde es unheimlich schwierig, die Kids auf neue Programme irgendwie umzuprogrammieren und die Lehrer noch schwieriger. Die Kids hätten Bock, aber die Lehrkräfte sind so, Und ich finde es einfach jetzt total spannend zu hören, was ihr euch so überlegt habt. Ja, da kann ich dir ein paar Links schicken hinterher, weil ich hatte jetzt im Vorfeld Kontakt zu vielen Lehrern, die das in Schulen einsetzen und da ist wahnsinnig viel dokumentiert an Welten und didaktische Konzepte und wie man das machen kann. Super, vielen, vielen Dank, voll gerne. Okay, also dann, ich zeige euch mal erstmal kurz etwas. Das kommt dann auch, genau. Ich will heute nicht so sehr eingehen auf das, was wir am 29. machen. Es gibt einen Post auf Connect, wo ich das schon mal ein bisschen beschrieben habe. Die Grundidee ist eigentlich, dass wir am 29. Nachmittag um 15 Uhr eine Session machen, die habe ich mal CL2.0 Crafting genannt. Und so der Untertitel ist grob gemäß des Jahresthemas in der Corporate Learning Community. Wir bauen uns unseren perfekten Lernort und beschreiben den. Also die Idee ist, dass wir so 7 Gruppen bilden, wo Teams von 3, 4, 5, je nachdem wie viele Leute mitmachen, quasi so einen Lernort bauen, den auch dort beschreiben, also so ein bisschen, was für Prinzipien wirken da, wie funktioniert der. Das erklären wir in der Session am Nachmittag und dann haben die quasi ab der Session Zeit, bis im Abendprogramm um 21 Uhr dann so eine Art Schaulauf ist, also das heißt, da können alle Teams ihren Ort vorstellen, wir streamen das live über YouTube oder über Twitch. Und die zuschauen, können dann hinterher abstimmen, wer ist da der Gewinner. Also das ist so ein bisschen der Contest. Wir haben uns aber überlegt, dass jetzt am Anfang, viele haben noch gar keine Mindtest-Erfahrung, dass wir jetzt den Termin heute erstmal nutzen, um mal so grob das vorzustellen und schauen, dass jeder am Ende der einen Stunde idealerweise in der Lage ist, in unseren Mindtest-Server reinzukommen. Ja, deswegen, wen es interessiert, ich poste nachher den Link zu diesem Artikel hier in der Community-Plattform auch nochmal in den Chat. Aber das steht dann eher nächste Woche, wenn jeder irgendwie sinnvoll in das Mindtest reinkommt. Ich habe gerade schon mal in den Chat gepostet den Link zu mindtest.net. Also wer das bei sich noch nicht am Rechner hat, der könnte parallel da einfach schon mal draufklicken und dann hier auf Download. Und dann landet man an der Stelle, wo man für Windows oder für Linux oder für macOS sich einfach das Programm schon mal runterladen kann. Das Schöne ist, dass für Windows, das eine sogenannte Portable-Software ist, also auch wenn man jetzt auf einem Firmenrechner keinen Administratoren-Account hat, kann man das trotzdem einfach sich runterladen und starten. Ja, auch das war so eine Sache, wo wir gesagt haben, ist eine Hürde quasi weniger. Ja, und das könnt ihr da quasi einmal anstoßen, dass ihr auf jeden Fall den Download schon mal habt, aber dann wird man erstmal so einen kleinen Walkthrough machen und euch mal zeigen, wie man sich überhaupt in so einer Welt bewegt, ne, und wie man da reinkommt. Deswegen schalte ich hier mal um. Also wenn man, vielleicht schaut erstmal zu und installiert noch nicht parallel. Na, wenn ihr Mindtest gestartet habt, kann ich entweder lokal auf meinem eigenen Rechner spielen. Ich könnte mir hier jetzt eine, warte mal, ich schau mal meine Maus. Kannst du vielleicht einen Schritt zurückgehen? Also ich habe jetzt mir das heruntergeladen, entsiebt. Und was soll ich dann starten? Ich finde hier keine Excel-Datei. Ja, ja, komme ich nachher dazu. Okay. Komme ich nachher, nur dass es schon mal runtergeladen ist. Okay. Genau. Na, also man kann sich hier, seht ihr meine Maus jetzt in groß? Ja. Na, man könnte sich hier jetzt eine neue Welt generieren und könnte einfach lokal auf dem eigenen Rechner spielen. Oder man kann hier über Spiel beitreten, quasi einem Online-Server beitreten. Na, wenn eure Kinder World of Warcraft oder irgend sowas spielen, na, da connectet man sich immer auf Server im Internet. Ne, und wir haben jetzt einfach bei dem Server, der bei uns Jitsi quasi macht, den Videokonferenzdienst, parallel Mindtest installiert. Die URL oder der Serveradresse ist meet.cognion.de, das poste ich aber nachher auch nochmal in den Chat. Ne, und da hat man quasi ein Benutzername und ein Passwort. Da logge ich mich mal ein. Dann lädt der Client die Welt runter, also der Server hat quasi eine Welt. Das ist eine sogenannte Voxelwelt, die besteht aus diesen typischen Blöcken. Die wird jetzt runtergeladen und ich bin an irgendeiner Stelle in der Welt und ab der kann ich mich dann bewegen. Also ihr seht jetzt hier, mal gucken, wie schnell das geht oder nicht geht. Seht ihr hier so den Raum schon? Da haben wir halt im Wesentlichen bei uns mal die Akademie nachgebaut. Also da gibt es hier so Besprechungsräume in der Glaswänden. Es gibt die Küche, unsere Dartscheibe.
Es gibt ein... Moment, ich mache mal gerade... Ich habe noch nicht geteilt mit Ton. Ich mache das mal mit Ton, weil dann hört ihr auch, wenn da was passiert. Moment, Computer Sound. Halt, nee, den will ich eigentlich. Moment, Moment. So, jetzt müsstet ihr eigentlich den wieder sehen. So. Den habe ich dir gegeben. Ja, dann kann man halt hier, was weiß ich, man kann den das Wasser anschalten, man kann Schilder an die Wand hängen, wo man Sachen dokumentiert. Na, das Wesentliche, was man erstmal lernen muss, ist, man braucht beide Hände. Die Maus steuert, wohin ich gucke. Also Maus hoch, runter, rechts, links steuert, wohin ich schaue. Und mit den Tasten W, mit W laufe ich nach vorne, mit S laufe ich zurück, mit A laufe ich nach links und mit D laufe ich nach rechts. Also mit WASD plus Maus komme ich schon mal in der Welt zurecht. Ne? Ich gehe jetzt hier mal raus. Ja, man sieht hier, hier steht Newbie, also jemand ist schon reingekommen. Wer ist Newbie? Einer. Ich bin's. Du bist. Ja, hi, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe gerade eine andere Anzeige noch. Ich habe es nicht auf online geschaltet, weil dir zuhören ja. Und dem Rest auch noch zu viel. Machen wir gleich. Also das ist das Bewegen. Ne? Wir haben hier extra, Marlene sagt schon, hier ein Infohaus gebaut. Also da kann man quasi hinkommen, sich dann informieren nächsten Donnerstag. Da stehen auch hier die Regeln, wie das funktioniert. Das werden wir noch ein bisschen ausbauen. Na, und ihr seht schon, ich laufe jetzt quasi und interagiere mit der Welt. Ich habe mit der linken und der rechten Maustaste zwei Interaktionsmöglichkeiten. Mit der linken Maustaste nutze ich das, was ich gerade in der Hand habe. Das ist in meinem Fall jetzt ein Diamantschwert. Das heißt, wenn ihr in meinen Test von Wölfen überfallen werdet oder ein Eisbär auftaucht oder so, Eisbäre können nicht auftauchen. Könnt ihr euch so verteidigen. Und mit der rechten Maustaste kann ich jetzt, wenn hier zum Beispiel, was weiß ich, ein Computer ist, ne, ich kann den ein- und ausschalten und kann in dem Computer meinetwegen Tetris, hat man vorhin, Tetris spielen. Ne? Also auch so Computer in meinen Test funktionieren. Papa? Ja? Aber man muss aufpassen, wenn man dass man es nicht kaputt macht. Ja, genau. Genau. Und das ist nämlich auch was passieren kann. Das ist auch ein Unterschied zu Tri-Catch. Wenn ich jetzt mal hier an den Sand gehe, ne, und ich haue hier in den Sand rein, ich kann die Welt kaputt machen. Also ich kann quasi hier anfangen. Auch nicht kaputt machen, aber die schönen Bäume. Bäume zu fällen. Ich kann aus den Bäumen dann was bauen. Das zeige ich auch noch gleich. Aber ne, das muss man nicht, genau. Ja, da ist wichtig zu wissen, wir spielen im sogenannten Kreativmodus, nicht Überleben. Und das bedeutet, dass ihr alles, was es an Inventar in Mindtest gibt, schon habt. Klassischerweise in Minecraft ist es so, und Mindtest auch, man startet in der Welt und hat gar nichts und muss sich alles erstmal bauen. Also um Stein abzubauen, brauche ich eine Holzhacke. Um eine Holzhacke zu haben, muss ich erstmal den Baum umholzen und muss dann quasi mir aus dem Holz wiederum so eine Spitzhacke bauen und dann kann ich anfangen, Stein abzubauen. Na, da haben wir gesagt, wenn wir das im Corporate Learning Camp spielen, dauert das viel zu lang. Deswegen spielen wir im Kreativmodus, wo man alles, was es an Material hat, einfach schon, hat man schon. Na, und ich zeige mal gerade, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt hier, was nehmen wir, einen Schrank in eurem Lernort, na, dann hole ich mir hier meinen Schrank. Einfach draufklicken. Das hier unten sind quasi die Sachen, die ihr gerade in eurem Repertoire habt. Da schaltet man dann mit den Zahlentasten um. Also zum Beispiel gehe ich jetzt auf 7, das ist der Schrank. Dann deute ich hier in der Welt irgendwo hin und drücke auf die rechte Maustaste und dann steht hier der Schrank. Und wenn ich den falsch gesetzt habe, ne, dann baue ich den einfach wieder ab und dann ist er weg. Was noch? Genau. Infohaus ist ein bisschen eine besondere in so eine Schutzzone, da kann keiner was kaputt machen, weil wir gedacht haben, all die Leute, die auftauchen am Anfang, werden erstmal so ausprobieren, im schlimmsten Fall zerstört uns einer gleich alles. genau, und so kann man jetzt mal, da sehe ich schon die Susanne, genau, bisschen advanced, es gibt auch Module für Elektronik, also wir haben hier den roten T, was ihr zum Beispiel seht, ist ein Bewegungsmelder. Wenn ich da hingehe, löst er aus. Wenn ich den mit dem Kabel mit der Tür verbinde, geht automatisch die Tür auf, wenn ich rein und raus gehe. Da ist ein Eichhörnchen. Genau, da ist ein Eichhörnchen gerade. Aber es hat Hunger, du musst es füttern. Ja, jetzt nicht, füttere ich nachher. Na, und so ein bisschen weiter gedacht in Richtung Elektronik. Also man sieht hier schon, da wird jetzt so eine Uhr oder entsteht nach und nach so eine große Uhr.
Ne? Und da kann man dann mit den Kindern zusammen hier hinten, da sieht man schon die Verkabelung, ne? Das sind jetzt hier Mikrochips. Und ich kann quasi in meinem Test die Mikrochips programmieren, die dann Dinge tun. Also da wird jetzt so eine 9-Zellen-Anzeige gemacht und die müssen dann quasi aus der Uhrzeit des Systems ausrechnen, was muss die Uhr gerade anzeigen beispielsweise. Ne? Da kann man dann so Informatikunterricht oder Natur- und Technikunterricht oder sowas drin machen. Natur- und Technik ist blöd. Genau. So, und dann, das erzähle ich jetzt noch und dann können wir erstmal gucken, ob wir ein paar Fragen beantworten und ihr könnt dann vor allen Dingen probieren, da gleich mal reinzukommen. Wir haben, warte, lass mich erstmal ausreden. Wir haben in der Welt 7 Orte angelegt, wo Gruppen dann ihren perfekten Lernort bauen können. Da springen wir jetzt auch mal hin. Jump, gehen wir mal zu Gruppe 1. Ja, das heißt, ich habe mich jetzt mal gebeamt. Wir sind jetzt an einem Ort innerhalb von Mindtest. Ne? Man sieht hier so schöner Strand. Da sind Berge gleich. Und hier gibt es ein Lagerfeuer mit Sesseln. Ja, und die Idee ist dann quasi, dass eine Gruppe sich zusammenfindet und sagt, wir überlegen uns jetzt hier, wie könnte der perfekte Lernort aussehen und den dann sozusagen baut. Ja, ich spring mal zurück zu mir nach Hause. Ja, da sieht man jetzt hier zum Beispiel, kann ich einfach anfangen, in den Berg ein Haus zu bauen. Oder Marlene will gleich noch was sagen. Wir laufen mal zu ihrem Haus. Das ist dann so ein Haus. Wie lange hast du da dran gebaut? Eine Woche. Eine Woche. Oder zwei. Naja, aber halt immer noch. Zusammen. Das Wasser. Geh mal in Flugmodus gerade, das darf auch nur ich. Ne? Das sieht man jetzt hier. Das ist jetzt quasi so ein Haus, was so ein eher. Bauernhof, tierorientiert. Also da gibt's Kühe und Schweine und Hühner beispielsweise. Ne? Gehen wir mal da rein. Oh, Papa, du kannst dadurch nicht raus, sonst hauen die alle. Wenn ich hier aufmache, kommen die Hühner raus. Ja, also das ist so grob die Logik. Ne? Ich kann eigentlich in dem Mindtest und Minecraft sozusagen all diese Blöcke, all diese Voxel beliebig modifizieren, verändern und eben mit dem unendlichen Repertoire, was ich habe, quasi Sachen bauen. Na, da kann man mal so kurz, aber am besten schaut euch das dann selber an. Na, mit der Taste I geht das Repertoire. Man sieht hier oben Seite 1 von 13, also man hat da ziemlich viel. Ne, man sieht jetzt hier, was weiß ich, Leitern, Seile, es gibt Glas, es gibt Truhen, wo man was reinpacken kann, es gibt Möbel, es gibt Hacken, es gibt Türen, ne, um eine Akademie oder irgendwas zu bauen, es gibt Lagerfeuer, Kerzen. Also da muss man sich dann einfach mal so ein bisschen zurechtfinden und schauen, was man da quasi für das eigene Haus oder den eigenen Lernort nutzen will. Gehe ich hier mal raus aus dem Hühnergehege und mache die Tür zu, dass die nicht ausbüchsen. Und jetzt vielleicht erstmal in die Runde gefragt, ist das so grob? Ich meine, klar, ihr könnt das jetzt nicht alles irgendwie gespeichert haben und schon sofort können, aber ist das so grob von der Logik sinnvoll und verständlich? Ja? Ich sehe so latentes Nicken. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal in den Chat. Muss jemand Mindtest noch runterladen? Also muss ich den Mindtest-Link nochmal posten oder kann ich gleich Zugang haben? Ich muss es runterladen, hab's schon runtergeladen. Ich stelle mich irgendwie dumm an. Ich weiß nicht, wo ich es installiere, nachdem ich es entpackt habe. Ich finde keine Exit-Datei oder sowas. Genau, das hatten wir ja vorhin schon. Es gibt keine Exit. Da war ich wahrscheinlich gerade draußen. Das ist genau dieses mit dem auf Windows. Also du hast wahrscheinlich eine .zip-Datei. Genau, ich habe eine .zip, genau. Die habe ich entpackt. Entpackt und dann gehst du da rein und gehst dort in das Verzeichnis bin wie Binary. Ja. Dort liegt eine Mindtest-Exe. Okay, schieße ich los. Und geht schon los. Kreativmodus, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Und das ist dann das Nächste. Also wenn den Schaden ein- oder ausschalten? Nee, Moment, ich gehe nochmal rauf hier. Wer schon drin ist und Fragen hat, Marlene signalisiert mir, ihr könnt auch schon zum Infohaus gehen. Ja, genau. Also dann habt ihr hier oben, wenn es startet, das Spiel starten, dann würdet ihr ein lokales Spiel starten. Ihr müsst aber hier eins weiter auf Spiel beitreten. Das ist quasi das Online-Spiel. Ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen. Ich bräuchte die Excel noch. Bastian. Ja, schau mal im Chat ein bisschen hoch. Da ist so ein Link auf mindtest.net und dort auf Download. Ich habe leider keine Historie im Chat. Okay, warte, dann postest du nochmal schnell rein.
Super, danke. Alles. Mein Testnet und dann auf Down. Gleich, jetzt warte doch mal. So, also dann poste ich euch mal hier rein den Server. Also bei Adresse kommt rein meet.cogneon.de. Den Name könnt ihr frei wählen. Und das Passwort, es gibt ein Default-Passwort, das ist erstmal für alle gleich, das könnt ihr später ändern, ist orange42. So, und dann setzen wir dich in den Raum nebendran, oder? Dass wir... Nee, ich will hier bleiben. Du willst hier bleiben, okay. Und Papa, ja? Du musst dir noch sagen mit den Sprachkanälen. Ja, naja, jetzt müssen wir es erstmal hier. Jetzt müssen wir erstmal. Access denied. Indoli Passwort. Access denied. Orange. 42. Mute Cogneon, ja. Schauen wir nochmal. Warte mal, ich schau mal parallel auf dem. Cogneon, Orange. Ah, vielleicht ist es ein. Nee. Bei mir auch Access denied, ja. Ups, okay, Moment, da muss ich mal gucken. Interessant war es, rein bin ich nur gekommen, mit Enter, mit dem Verbinden-Button ging es nicht, da hat er mich auch rausgeschmissen vorhin. Also du hast nach dem Passwort den Enter-Knopf gedrückt? Ja, ich bin okay. Nur auf Enter gegangen, Verbinden hat er mich nicht reingelassen vorhin. Ah, okay, Verbinden-Funktion, nee, gibt es gleich wieder, Invalid Passwort. Mhm. Wie, und du bist aber vorhin, wer ist reingekommen? Janka, Orange 24, ja. 42, Entschuldigung. Das ist ja spannend. Bei mir scheint zu funktionieren jetzt mit Enter. Ja, funktioniert mit Enter. Ah. Orange. Ja, also bei mir funktioniert es auch. Bei mir geht es leider auch nicht. Orange schreiben wir groß oder klein? Nee, klein vorne. Klein und 4-2, alles zusammen. Und dann Enter. Mhm. Und die 4 und die 2 auch klein, oder? Wie schreibst du denn die 4 groß? Spannend. Jetzt bin ich guckig interessiert. So, die drin sind, also stehen ja jetzt schon einige drinnen. Clemens, nee. Susanne, Katja, Flo, ein Newbie. Ihr könnt gerne schon mal quasi loslaufen, irgendwo Sachen ausprobieren. Wie gesagt, in dem Akademie-Dunstkreis könnt ihr noch nichts machen. Vielleicht Marlene, geh mal ein bisschen in den Wald und dann könnt ihr da mal einfach ein bisschen ausprobieren, im Wald mal ein bisschen Bäume abzuholzen oder auch mal schon so zu bauen mit Material über die I-Taste ins Inventar zu gehen. Ich kill ihn. Warum regnet es so doll hier? Ja, wir haben vor ein paar Tagen das Modul Regional Weather eingeschaltet und das macht so ein Wetter, wie es bei uns hier ist. Und da ist leider gerade regnerisch draußen. Wie mache ich das denn? Wie mache ich denn den? Wie springe ich denn hoch? Space-Taste. Ah, ja. Giovanna hatte noch eine Frage zum Mac. Das ist ein bisschen anders als mit Windows. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon... Achso, sie arbeitet noch dran, genau. Ich krieg's irgendwie nicht hin, weil ich irgendwie immer von so einer Seite kopiere ich mir den Homebrew-Link. Ja. Auch mal erstmal gucken vor lauter Lachen. Warte mal kurz. Die falsche Seite nochmal. Hier. Genau, und dann lande ich aber auf so einer bescheuerten Yahoo-Seite, die mir GitHub... Nicht in Browser eingeben, du musst über die Lupe Terminal suchen. Ah, okay, jetzt wird's... Und da dann reinkopieren. Habe ich vorhin gerade... Ja, genau. Was muss ich machen? Über die Lupe? Ja, diesen... Du kannst, also du brauchst einen Terminal. Das sieht jetzt anders aus, jetzt ist alles hier auf einer Seite. Okay, was ist denn ein Terminal? Stehe ich jetzt auf der Seite? Warum? Genau, gib einfach nur Terminal ein, dann öffnet sich so ein kleines Fenster. Ich sag mal, das Hieroglyphenfenster. Muss ich ein Terminal geöffnet haben? Du kannst im Finder mal Terminal eingeben auf dem Mac. Dann das ist ja auch langweilig, oder?
Aber du kannst am Mac auch den anderen Link nehmen, den ungesicherten, der geht auch echt gut. Da bin ich super reingekommen. Wo ist der ungesicherte? Ich bin total auf der Leitung, Leute. ungesicherte meinst du? Oder? Ja, genau. Da gibt's der zweite Link, der drunter steht bei Mac, der ist ohne Internet. Da gibt es einen Download und den klickt man an und das geht easy. Ja. Okay, was hörst du noch? Tina, bist du schon raus oder hörst du noch? Oh. Ich bin noch da, ich bin wieder da. Ich musste leider einen Anruf gerade. Ich habe einfach nur diesen Ordner und ich muss leider nochmal ganz von Anfang. Sorry. Ja, also du musst, wenn du es runterlässt, hast du eine .zip-Datei, die musst du einmal entpacken. Rechte Maustaste drauf machen, hier entpacken. Und wenn du da reingehst, gibt es einen Ordner, der heißt Bin, wie Binary. Okay. Und da drinnen liegt eine Mindtest.exe. Einfach Doppelklick da drauf. Die habe ich gesucht. Danke. So, jetzt muss ich noch mal fragen, wie ist das mit den Passworten? Steht noch jemand vor der Passwortschranke? Ja. Ich komme auch nicht rein. Du kommst auch nicht rein. Also ich konnte zwar, ich meine, ich kann es zeigen, wie es aussieht bei mir. Vielleicht seht ihr was ich irgendwie übersehe. So. Also warte, dann ich schmeiße einfach einen Chat rein. Das Bild. Also bei mir hat es ein paar Mal hintereinander nicht funktioniert und irgendwann, ich habe es immer wieder probiert und dann hat es geklappt. Jetzt bin ich drin. Beziehungsweise ich kann es einfach auch zeigen, wie ich mich... Nein, das ist... stopp, ich weiß es. Achso, ich bin ja sogar mit Ton an schon, sorry. Du musst da deinen Namen eintippen beim ersten Feld und in dem hinteren Feld das Passwort reingeben. Ja, genau. Genau. Vorne einfach einen Namen. Alles klar. Hier frei aussuchen. Wie mache ich jetzt eine Tür auf? Alles klar. auf die Tür rechts und aus. Also das ging. Na, hebt sich schon besser aus. Alles klar. Das ist total toll, wie Marlene da so hin und her switcht und plötzlich ihr Pferd besucht und ich stehe vor der Tür und denke, ja cool. Der lässt seinen süßen Stall verkümmern. Ja, sie schimpft mich immer, weil ich mein Pferd nicht, weil ich mein Pferd verhungern lasse. Ich mache uns mal wieder Tag, Moment. So, ich gehe mal hier vom Stall weg, sonst würde ich die ganze Zeit das wirren und komme mal zu euch rüber. War das denn jetzt bei allen das Problem mit dem Passwort? Also nee, bei mir war das vorhin so, ich habe es schon an der richtigen Stelle eingegeben, ich habe trotzdem ein paar Mal Access Denied bekommen und dann aber irgendwann konsequent weitergemacht und dann irgendwann hat es geladen. Okay. Also bei mir ging es direkt mit Enter. Okay. Das heißt, es ist jetzt nie, es steht niemand mehr vor der Tür, ihr seid alle drin. Ja. Also er initialisiert noch irgendwelche Blöcke bei mir. Ja, okay. Meiner lädt gerade noch. Jetzt bin ich da. Ja. Bei der Tina ist noch Access Denied. Tina, du hattest das aber mitgekriegt mit dem Benutzernamen, oder? Und dem Orange 42 hinten. Ja, das habe ich eingegeben. Und hast du es auch mal mit Return ausprobiert, statt auf Verbinden? Ah. Was ist hier los? Wer macht hier was an dem Creating Dummy Image? Was war das mit dem Benutzernamen? Gar nichts. Benutzername kannst du dir frei aussuchen. Den musst du dir nur merken, weil das ist dann nächstes Mal der gleiche. Sogar ein Fuchs. Bewegen tue ich mich wie nochmal? Entschuldigung, wenn ich so drücke. W-Taste geht nach vorne, S-Taste nach hinten, A nach links und D nach rechts. W-A-S-D. Das ist so. Und das soll ich, und dabei, was die Space halten dabei? Nee, wenn du auf B klickst, läufst du nach vorne automatisch. Und wenn du die Maus dabei bewegst, änderst du deine Blickrichtung und läufst dann so lang, wie du halt schaust. Oh, jetzt passiert was. Okay. Ich habe mich da geprügelt. Kosmonaut hat mich geprügelt. Das bin ich. So einfach geht das. Ja. Oh, Entschuldigung. Du hast mich umgebracht. Also, wenn man auf jemand draufhaut, ihr seht vielleicht bei euch unten, Moment, ich mach mal wiederbeleben. Ah, das ist sozusagen mein Arm, oder wie? Dieses rechte Teil. Ja. Du hast ein Schwert. Aber ich kann nur hauen, ich kann nicht die Hand geben zum Begrüßen, ne? Okay. Ist ein Corona. Automatisch hauen. Ich rechne nicht aus.
Und ihr seht quasi unten jetzt bei mir wieder so 10 Herzen. Ne? Mhm. Wenn man gehaut wird, dann gehen die Herzen nach unten. Also ich räche mich jetzt mal am Kosmonaut. Ah! Ja. Und wenn sozusagen alle Herzen weg sind, dann stirbt man und taucht an irgendeiner Stelle in der Welt wieder auf. Ne? Ey, ihr habt jemanden anderen. Ich bin schon wieder, da liegt schon wieder tot da. Ach, kann nein, ich die jetzt wieder auffüllen, die Herzen? Warte, was sagst du? Kann ich die Herzen auch wieder auffüllen, indem ich vielleicht auch mal nett bin und die Hand gebe? Oder das Pferdbüttel von Marlene? Nee, man kann was essen. Ich bring also mich in Sicherheit. Man kann quasi, was weiß ich, im Inventar gibt es Äpfel und Hühner und so weiter. Die kann man auch in seine Leiste unten legen. Mhm. Und die mit der linken Maustaste essen. Oh, hallo Pinguin. Wieder. Aber ich habe deine Klammer. Kann ich auch streicheln jemanden oder kann ich nur hauen? Ja, kommt noch mal in dieses Inventar? Inventar kommt man mit I. Danke. Ich muss mir das mal von weiter weg angucken hier. Aber die Frage ist immer noch nicht geklärt. Kann ich auch zu jemandem nett sein oder muss ich ihn immer nur hauen? Kann ich auch streicheln, zum Beispiel, oder einen Bussi geben? Streicheln kann man, glaube ich, nicht. Nee. Nur mit Würste und ich habe nur die Würste. Das Pferd kann man streicheln, zum Beispiel. Also anstatt streicheln, musst du dann striegeln. Ohne Bürste. Naja, man kann auch. Zum Beispiel, ich sehe hier die Barbara, ich könnte nett sein, indem ich dir einen Käse hinwerfe und du den, wenn du schlechte Herzen hast, könntest du jetzt zu dem Käse gehen und mit der linken Maustaste da drauf und dann bekommst du die und dann kannst du den Käse essen. Ich bin jetzt noch in dem Inventar-Modus. Wie komme ich da wieder raus? Wieder I. Wieder I. Oder wieder I. Genau, Escape oder genau. Ja, warte mal. Was man auch machen kann, wenn man nett sein will, man kann auch Blumen pflanzen. Ich habe jetzt außerhalb der Akademie Blumen gepflanzt. Genau. Oh, es regnet schon wieder. Für den Käse. Das ist nur, damit die Blumen gut wachsen, das Regen. Ich habe jetzt Airbrush, aber der macht keine Farben. Ja, ist gut. Und Bernd pflanzt immer noch. Nee. Blumen. Genau. Was dann für nächste Woche auch noch ein wichtiger Punkt? Flo pflanzt Blumen. Den Computer schön. Ich kann viele Blumen pflanzen. Die kommen ja weg. In Computer ist eigentlich nie der Audio-Chat dabei. Also wir haben jetzt da quasi die Videokonferenz parallel im Teams. In Computerspielen ist meistens nur der Text-Chat dabei. Wir kommen in den Text-Chat, indem man Taste T drückt. Und ich kann jetzt mal, ich gebe mal was ein und alles, was gechattet wird, könnte ich ein. Simon, im Chat, es gewittert ein bisschen laut, aber im Chat sind noch ein paar Fragen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon drin sind. Okay. Ach, hier ist eine Küche, super. Oh, Bernd, du kommst nicht heraus, oder? Ach, hier ist ein kleiner Hund. Den bürste ich doch mal. Genau, ich habe die Temperatur ein bisschen hochgesetzt. Jetzt müsste das Wetter gleich besser werden. Moment, ich mache mal gerade. Oh, ich habe einen Hund geschlagen. Sorry, ich wollte den Hund eigentlich bürsten. Das ist ein Wolf. So, also ich hab jetzt bei mir einmal den Teil von Audio ausgeschaltet. Das müsste leichter sein bei euch, oder? Wie kann ich den jetzt bei dir? Ja, man kann die Lautstärke runterregeln. Das geht, wenn du im Spiel Escape drückst, dann öffnet sich so ein Menü und da gibt es dann die Tonlautstärke. Ganz lieben Dank, super. Alternativ kannst du auch den Mixer öffnen von deinem Rechner. Genau. Sieht das der? Moment. Bastian hat die Hand gehoben. Kommunion.de. Oh, schon ein bisschen her. Ich tue sie wieder wenn runter. Wenn ich auf die drücke, komme ich gleich auf Fertigung und kann die Seiten nicht blättern. Warum? Da unten, du musst dann mit der Maus auf diese blauen Pfeile. Da ja, macht er nicht, reagiert nicht. Der reagiert nicht? Nein. Okay, warte. Bewegt sich nicht einen Meter. Ja. Keine Seite. Ja. Ja, das ist irgendwie fehlerhaft. Das weiß ich nicht. Okay. Oh, und ich bin im Pferdestall gefangen und komme nicht mehr raus.
Da hast du wenigstens ein bisschen was zu essen, so Hafer. Vielleicht bringt Marlene auch noch einen Apfel. Mal gucken. Oh ja, danke. Genau, wenn du mit der rechten Maustaste auf die Tür klickst, dann geht die auf. Nein, war nicht so. Ich habe das alles probiert, aber ich kam nicht raus. Das war eine verschlossene Tür offensichtlich. Ich kann nicht abhauen. Wir fangen im Pferdestall. Komm, lass mich mal raus. Nicht nur du willst hier raus. Die Giovanna hat nochmal geschrieben. Giovanna, bist du mittlerweile drin? Oh ja, ich war jetzt ausgebrochen. Nö. Du musst links einfach einen Nutzername, den kannst du dir frei aufnehmen. Das war nicht schnell. Passwort ist Orange. Orange 42, ja, habe ich. Gib mir noch einen Moment, kann sich nur noch ein Stück machen. Barbara hat Feuer gelegt. Ja, das ist doch super da. Ist ja nicht warm. Warm. Das ist gut. Danke, Barbara. Ein bisschen wärmer. Wieso ist weg? Den Textchat habt ihr auch alle gesehen, oder? Den was? Den Textchat, also wenn man auf T klickt, dann geht ein Textchat-Fenster oben auf. Mhm. Jetzt schon. Und alles, was man da reingibt, ist wieder Textchat in Teams auch. Also das sehen quasi alle Leute gleichzeitig. Mhm. Noch eine Frage. Ich hatte irgendwo auf euren Seiten gesehen, dass ihr, wie diese Raumbezeichnungen sind, wo du immer hinspringst. Wo ja. Ich finde das gerade nicht. Ich suche schon eine Weile, aber. Genau, also wir können mal alle an den Ort, wo die Gruppe 1 anbaut, gehen. Moment, ich schreibe mal erstmal gerade. Wo du vorhin zum Strand gesprungen bist, das fände ich auch gut. Also wir haben ein sogenanntes Point of Interest System installiert. Da kann man ordentlich Feindbild definieren als Point of Interest. Und Moment, da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ihr den Textchat aufmacht und gebt dort ein Slash nach vorne, dann POI wie Point of Interest, underscore Jump, dann ein Leerzeichen Gruppe 1, und dann landet ihr an dem Ort Gruppe 1. Was wichtig zu wissen ist, wo wir jetzt sind, ist Akademie. Also mit POI Jump, Akademie, kommt ihr quasi wieder zurück hierher, wo wir sind. Na, das können wir mal ausprobieren. Gib mal jeder ein, POI underscore Jump, Gruppe 1, und dann treffen wir uns gleich dort wieder. Wie komme ich in den Text? Wie komme ich in diese Befehlsebene? T. Einfach den T. Entweder machst du erst T, dann ja, geht es ja, Textchat-Fenster auf, ja, oder direkt Slash eingeben, dann geht es automatisch auf. Kannst du mir noch mal kurz sagen, wie ich es leiser machen kann, weil der Regen ist so furchtbar laut und das Gewitter, ich kann den Rest kaum hören. Ja. Escape-Taste und dann Tonlautstärke. Ah. Danke. Okay. Reagiert so, super. Dann wieder hell. EOI. Ein Tag und eine Nacht in Mindtest dauert übrigens immer 8 Minuten. Wie in Minecraft. Also nach 8 Minuten wird es dunkel und dann wird es irgendwann wieder hell. Und irgendwie dieses Wettermodul, das ist noch zu extrem eingestellt. Das macht sehr, sehr schlechtes Wetter. Da kann es auch passieren, dass es mal hagelt und dann verliert man da auch Energie quasi. Ne? Wie kann man Energie wieder auffüllen? Indem man was isst. Also an Bäumen hängen auch Äpfel zum Beispiel. Slash. Im Wald braune und rote Pilze. Die roten Pilze schaden dir, die braunen schmecken gut. Ich bin nicht an. Komm nicht in diesem Jump, wenn ich das eingebe, Jump Gruppe 1, da passiert gar nichts. Nee, du musst P. Bei dir ist Gewitter ist auch ein bisschen zu laut. Gewitter ist immer laut. Also ich habe den Befehl in den Teams-Chat eingegeben. Ich bin nirgendwo direkt, aber mein Bild macht interessante Faxen. Ich meine es auch. Also ich sehe hier die Susan, ich sehe den Kosmonaut, da steht ein paar auf einem Ort. Alles Chaos hier bei mir. Ich bin wie das Gotti beam mich ab im Beam-Verfahren, würde ich sagen. Wo bist du? Zwischen den Welten? Zwischen den Welten. Ja, also das Männchen wirbelt in seinen Einzelteilen und
knotet sich in sich, aber es ist also, weder in der Akademie Moment, noch im Strand. An der Gruppe 1 dort stehen verschiedene Leute auf einem Haufen. Genau, Barbara, du bist gerade ins Feuer gelaufen. Bei mir sieht es so aus. Ah, jetzt geht es auseinander. Totales Chaos hier. Also ich könnte. Ja, genau. Christian, drück mal auf W, dann läufst du ein Stück nach vorne. Ja. Habe ich. Ja, noch länger. Ja, länger. Okay. Und jetzt enthedert ihr euch so langsam. Genau. Newbie, ja. Konstantin, Katja steht da noch auf einem Haufen, Kosmonaut steht auf einem Haufen. Ah, wir sind ein. Okay, das ist praktisch dasselbe. Ach, das war unser Menschenknäuel sozusagen. Genau, weil ihr im Moment haben alle das Gleiche an, das heißt, man kann sich gar nicht so richtig unterscheiden. Okay. Hoffen wir erstmal ein Stückchen weg. Gut. Sorry, dass ich dich bedrängt habe. Alles gut, aber es hat keine Herzen gebracht. Also aber ich daher... gebe das weh an der falschen Stelle ein, sehe ich gerade. Ich gebe das in unserem Chat-Fenster ein. Deswegen bewege ich mich. Hier hinten, quasi bei Gruppe 1. Oh. Wo waren denn diese Türen? Ich zeige euch mal, wie man jetzt hier ziemlich schnell so ein Haus bauen könnte. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, Lernort, brauche ich erstmal Wände. Wände. Sag mal nach vorne. Die Wände waren. Sich an. Also, jetzt muss ich hier hochspringen, dann baue ich hier zu. Hier lassen wir Platz für den Eingang. Können wir mal probieren. Ich liege im Wasser, glaube ich. Ja, genau, da baut schon jemand mit, sehr gut. Fenster kann man hier reinbauen. Ich hole mir mal so. Ich schaue auf den Boden. Bitte? Ich liege auf dem Boden, ich schaue nach unten. Was? Ich schaue nach unten, wie kann ich mich denn aufrichten? Ja. Mit der Maus musst du deinen Blickwinkel ändern. Wenn du die Maus nach oben, also nach vorne gehst, okay. Hochschauen. Ich habe die Maus vergessen zu benutzen. So, dann bauen wir hier mal. Also bis nächste Woche werden wir das Wetter werden wir dann abschalten, glaube ich, komplett. Das nervt ein bisschen. Ah, da hat schon jemand, Treppenstufen eingebaut. Sehr gut. Also ich muss mal ausprobieren, ob das irgendwie klappt, dass ich hier in den Seiten blättern kann, weil ich habe ja gar nichts. Ja. Sonst muss ich nochmal neu starten und sage ich beim zweiten Termin Bescheid, wenn es gar nicht geht. Zwischendurch sehe ich meine Tochter. Genau, was halt, was man noch machen kann, wir könnten so eine Liste, wie die Sachen heißen, bereitstellen, weil dann kann man uns auch in die Suche eingeben. Bei dem Inventar. Ja, das ist gut, ne? Noch eine blöde Frage. Ich habe jetzt drei Sachen. Ich habe eine Paintbrush, eine Bürste und einen Stein in meiner Leiste unten. Wie wechsle ich in der Leiste? Die Ziffern, also das ist einfach die Ziffer 1 bis 8, schaltest du die Plätze 1 bis 8. Ah. Oder mit dem Mausrad. Oder mit dem Mausrad. Ja, jetzt genau. Sehe ich super. Genau. Ich habe jetzt einen Stein, es passiert überhaupt nichts. Irgendwo hinzeigen, damit der Block so ein bisschen umrandet, so schwarz, und dann mit der rechten Maustaste klicken. Mit der rechten, okay, nicht mit der linken, alles klar. Hey, wer baut denn da so schnell? Hey Papa, du Dödel, du hast ja noch nicht mal deine Uniform an. So, ich mache hier mal schnell ein Dach drauf auf das Haus. Oh, ich baue einen Balkon. Das Dach ist voll cool. Ja, dann mach du. Ja. Ja, genau. Die Barbara nimmt hier ein Bad, sehe ich. Kosmonaut auch. In voller Montur. Ist auch nicht nass genug. Na, man sieht hier oben, weiß nicht, ob ihr das seht bei mir im Screenshare. Ich flieg da mal gerade hin. In dem Stein da oben. Na, das hier ist zum Beispiel Kohle. Was ist denn das hier? Und wenn man jetzt quasi im Überlebensmodus spielen würde, dann müsste man, um
ein Stahlschwert sich zu bauen oder eine Stahlaxt, müsste man quasi erstmal Kohle abbauen und Holz und dann könnte man das Eisenerz, was man findet, verwenden, um daraus dann Stahl zu schmelzen. Ne? Und so müsste man sich halt das ganze Inventar, was ihr jetzt einfach geschenkt habt, erst zusammenbauen. Ne? Und Kohle ist überirdisch und Eisenerz ist unterirdisch. Also das ist irgendwo, das können wir ja auch mal machen, also müsst jetzt auch nicht mir zuschauen und dann könnt gerne auch weiterbauen. Aber ich kann es mal zeigen. Ne? Ich könnte mir jetzt hier so einen Pickel nehmen, statt der Spülmaschine. Jetzt gehen wir mal hier hin, weil da geht es schon so ein bisschen runter in die Unterwelt. Ne? Da wird es dann irgendwann dunkel und jetzt kann ich mich hier mal ein bisschen reinbaggern. Da sieht man, da wird es irgendwann dunkel unten. Ne? Dann brauche ich eine Fackel. Moment, wollen wir Fackeln? Fackel, ist das eine? Nee. Ja, Fackel, das schmeißen wir. Ich habe es fertig, ich habe es fertig gebaut. So, also dann machen wir hier eine Fackel hinten. Also wenn einer sagt, sein perfekter Lernplatz ist unterirdisch, ne, dann kann man sich hier auch nach unten graben. Ne. Hier kommt zum Beispiel Kohle wieder, da kommt Sand, der fällt dann auch nach. Okay, alles für den Bergbau ist schon da. Da kommt ja quasi auch der Name her. Ne? Also Minecrafting kommt von Crafting-Sachen herstellen, Sachen selber bauen. Aber jetzt mal nicht weiter. Weiß nicht, ob der perfekte Lernort unterirdisch ist unbedingt. Aber auch da, das ist eben die Kategorie. Dieser Spiele ist quasi ein Open-World-Spiel und das bedeutet, dass ich mit der Welt alles machen kann. Also es gibt eigentlich keine Grenzen, was ich damit nicht machen kann. Ich kann sie komplett modifizieren. Ich kann theoretisch jetzt, wenn wir an unser Setting beim Corporate Learning Camp denken, ich könnte jetzt auch den Lernort der anderen Gruppen kaputt machen oder untergraben, dass das zusammenstürzt oder so. Ne? Was ich halt alles in so einem Tri-Cat oder so nicht machen kann. Oh, ich habe Licht gefunden. Was hast du gefunden? Ich habe Licht gefunden. Ich war die ganze Zeit, irgendwie bin ich im Berg gerade. Aber ich sehe schon wieder was leuchten. Ja, jetzt bringen wir mal ein bisschen Spannung rein. Ich setze mal ein Tier aus. Und dann... Ach nö, kein Wolf. Ich habe eine Airbrush-Pistole. Wie kann ich denn hier und auch Farbe dran, wie kann ich denn malen damit? Nein, kein Kamel, das musst du auch entweder killen. Das ist wie dich streiten. Lass es mich aussetzen, Papa. Bitte. Nein. Oh. Das Tier ist total hässlich. Wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will? Ja, wo willst du hin und wo bist du? Ich bin im Berg und ich möchte gerne wieder raus. Und ich sehe auch schon das Licht. Ich weiß, dass ihr da seid. Warte mal. Ich möchte mich da nicht hin. Bist du mir gerade gefolgt? Also bist du da runtergegangen, wo ich war? Das kann sein. Jetzt hast du Licht angemacht, glaube ich. Ich habe einfach wieder auf Tag gestellt, damit es nicht nachts ist. Ja? Aber bist du da drin? Ich sehe zwar immer mal deinen Namen da rumschwirren, aber ich sehe dich nicht. Also bin ich da irgendwo drin. Wie ist denn dein Name? Newbie. Okay, ich sehe dich. Du siehst mich? Oh, da ist jemand vorbeigelaufen. Oh. Marlene, hallo. Marlene, hilf mir. Wie komme ich jetzt da raus? Ich wollte das Pferd streicheln, das Kamel. Drück mal D, dann gehst du nach rechts. Oh, ja, ich wollte aber nicht nach rechts. Oder dreh dich mit der Maus. So, jetzt andere Richtung drin. Andere Richtung drin. Mit der Maus. Da. Und dann W. Und dann W und dann raus. Juhu. Oh, danke. Ja. Ja. Du bist der hässliche Affe. So, ich war schon fleißig, ja. Wie kann ich denn die Klamotte verändern? Genau, du hast auch, wenn du das Inventar aufmachst, auf der ersten Seite hast du Schuhe, Helme. Habe ich auch in meiner Leiste unten drin? Und was muss ich jetzt tun, damit das mein Männchen noch anzieht? Aus, also dass quasi der dickere Rahmen außenrum ist. Und dann klickst du einfach die rechte Maustaste. Und dann hast du es an. Aha. Ah, das ist hier. Warte, ich komme mal so, dass du mich siehst. Ich habe jetzt das Orange, was du in der Hand hast, angezogen. Siehst du? Klick mal die rechte Maustaste. Rechte Maustaste? Jetzt hast du es an. Jetzt kannst du, ihr könnt mit der Taste C, wenn man auf C klickt, dann sieht man sich von hinten. Ach. Wenn man nochmal auf C klickt, sieht man sich von vorne. Ne? Dann kannst du dir anschauen, dass du auch diesen Pulli anhast.
Theoretisch kann man so auch laufen. Ne? Standardperspektive ist immer aus der Ich-Perspektive, aber man kann es auch nicht sehen. Ja, ist das denn der Mann fängt an? Sehr schön. Flo hat was Gelbes an, das ist auch nicht schlecht. Ich kann mal. So schön, was ihr alles macht. Ich komme nur leider nicht auf die anderen Seiten. Ja. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo deine Liegestühle finde, die du ja irgendwie vorhin mal gezeigt hast. Sind die auch hier drin? Ja. Man kann nach unten rein. Warte mal, genau. Man kann, wenn du. Kannst das Suchfeld funktioniert das bei dir? Mhm. Hey, wer hat mein Pferd angegriffen? Ich muss mich verabschieden. Warte, nach dem dritten Mal anklicken, ja? Ja. Viel Spaß noch. Ja. Dankeschön, Simon, fürs Organisieren. Also ich wäre, wenn ihr wollt, wenn ihr nichts dazu habt, gerade wieder ein. Und wer Lust hat, kommt dazu. Und wenn nicht, sagt den Termin einfach ab, wenn das passt. Super. Passt. Ich würde euch eins noch zeigen, weil da schreibe ich auch eine Anleitung für nächste Woche. Ich hatte ja gesagt, in Mindtest und Minecraft hat man ja immer nur Textfeld. Mhm. Was die Gamer immer machen, ist parallel auch also Live-Karte. Dann haben wir Mumble, dann haben wir jetzt noch ein Ich kann dich kaum noch hören. Bitte? Jetzt wieder besser. Ich konnte dich auch gerade kaum noch hören. Warte mal, Moment. Ich gebe mal das Teil auf. Mal auf. Oh, hast du ein Hähnchen in der Hand, Flo? Ja, ich weiß noch nicht, so, wie ich das essen kann. Ich wollte gerade sagen, jetzt fehlt irgendwie so ein bisschen das Lagerfeuer, ne? Obwohl es sieht schon ganz gut gebraten aus. Ja, man kann den Ofen machen, Holz rein und das Hähnchen rein, dann hat man ein Brathähnchen. Mhm. Seht ihr mein Bildschirm wieder und ist der Ton jetzt leiser? Ja, besser. Ja. Ich mache den mal hier komplett raus. So, jetzt müsste es eigentlich noch besser sein. Genau, also die Gamer, die tun quasi parallel zum Spiel sich immer über eigene Tools unterhalten, also Audio-Chat machen. Das, was wir jetzt in Teams machen, macht man normalerweise nicht parallel in einem Spiel. Dafür haben die früher Skype verwendet, dann kam Mumble, dann kam Teamspeak und jetzt sind eigentlich ziemlich viele auf Discord gewechselt. Ja, das heißt, was ihr hier jetzt seht, ist von uns von der Akademie der Discord-Server. Da ist auch die Bianca gekommen, Susanne ist vorhin mit drauf gekommen. Ja, und da gibt es hier links ein CL2.0-Crowd-Schnitt. Dort haben wir die Akademie, das Infohaus und dann die 7 Gruppen mal als Sprachkanäle. Dafür schicke ich euch einen Link, wie ihr quasi auf diesen Discord-Server auch drauf kommt, weil dann würden wir uns nächste Woche direkt in Discord treffen und dort austauschen und also sprechen und gar nicht mehr über Teams gehen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon so in der Umgebung, wie man jetzt, wenn man es spielen würde, auch ist. Ja, und dann können die Gruppen, wenn sich dann Gruppen gebildet haben, die können dann in den Sprachkanal Gruppe 7 und dann kann die Gruppe 7 untereinander sprechen, was sie jetzt bauen wollen, wie der Lernort aussieht, wie sie ihn beschreiben und so weiter. Aber das per Einladungstext schicke ich euch das mit. Das machen wir nicht jetzt auch noch, weil das würde jetzt wahrscheinlich nochmal 20 Minuten dauern oder so, ne? Jetzt hätte ich gesagt, vielleicht so ganz kurzer Wrap-up. Ich meine, das war jetzt ziemlich viel auf einmal für eine Stunde, aber wir haben es immerhin geschafft, da alle reinzukommen. Wir haben uns bewegt, der eine oder andere hat schon was an. Wir haben ein kleines Häuschen gebaut. Was habt ihr für einen Eindruck? Könnte das was sein für so ein Corporate Learning Session? Kriegt man das hin oder erzeugt man da Frust? Was muss man machen, damit es klappt? Also ich finde es ganz faszinierend. Ich glaube nur, wir müssen noch ein paar Leute mehr überzeugen, was vorzubereiten. Also wenn man nur in der Session beim Camp da ist, dann wird man abends nichts bauen können, wenn man sich nicht vorher ein bisschen mit beschäftigt hat. Ich glaube, ich muss ja auch noch ein bisschen üben jetzt. Ja, das war halt ja der Versuch, jetzt vorneweg schon mal Leute ein bisschen mit reinzuziehen, dass vielleicht in jeder Gruppe einer dabei ist, der schon mal ein bisschen kann und machen kann. Ja. Aber das ist richtig, ja. Würdest du sagen, was sollte den Wettbewerb so machen, dass die Gruppen auch schon vorher bauen können? Also, dass man ab
2 Tage vorher schon loslegen kann, wenn man möchte? Also wär sinnvoll. Also würde auch, glaube ich, so ein bisschen noch Aufmerksamkeit generieren. Ja. Wenn Leute merken, dass sie vorher schon anfangen können und schon darüber berichten, dass sie was tun, dann regt es vielleicht andere an, sich damit auch zu beschäftigen. Okay. Das wäre echt eine gute Idee. Ja. Also, okay. also ich sehe das noch, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich finde es mega cool. Ich finde es mega spannend. Da kommt richtig das Spielkind in mir durch. Ich weiß noch nicht so richtig. Ich meine, du hast ja jetzt da schon mal so die Cogneon Akademie da gebaut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie kreativ die Leute dann da auch sind. Und so dieses Bauen. Also ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss da mal drüber nachdenken, glaube ich. Einfach. Ja, ich würde es auch, ich würde es vom Einleiten auch so machen, dass wenn jetzt Leute sagen, wir kommen gar nicht viel zum Bauen, sondern wir besprechen das und stellen das dann vor, dass sowas auch gilt. Okay. Ja, weil eigentlich jetzt ja für den Kontext des Corporate Learning Camps ja erstmal wichtig ist, dass da überhaupt jemand reinkommt und sich bewegen kann und früh vielleicht noch denkt, keine Ahnung, ich würde nie in so einen Scheiß machen können und dann die Erfahrung gemacht hat, ich habe es geschafft, habe mit den anderen gesprochen und wir haben eine Idee. Da geht es jetzt nicht darum, das schönste Bauwerk zu prämieren. Ne? Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Vielleicht kann man ja einzelne von uns oder irgendjemand von uns vorher nochmal irgendwie sowas anbieten, so als Einweisung für die Leute, die da dann mitmachen wollen. Ja. Ja, die Kombi aus der Session, also die Session 15 Uhr, ist eigentlich so gedacht, dass man ab dann bauen kann, einfach wenn man Zeit hat. Und die Tour, wo wir das anschauen, ist abends um 21 Uhr. Genau. Also theoretisch könnten Leute dann abends 19 bis 21 Uhr bauen oder 20 bis 21 Uhr bauen. Ja, und um 15 Uhr holen wir sie nochmal ab. Und in der Session um 15 Uhr wolltest du das dann so machen, dass die Leute dann sozusagen erstmal wissen, okay, man muss sich einen Server installieren und wie sie da drauf kommen, oder sollten die da schon anfangen, was zu machen und sich ja, ich würde jetzt mit den Erfahrungen von heute, also worüber sind wir gestolpert, einen einigermaßen ausführlichen Blogpost schreiben, der erklärt, was kann ich tun, um an der ganzen Aktion teilzunehmen, ne, wo diese ganzen mit wie lade ich es runter und warum ist da kein Excel und wo gebe ich das Passwort ein, schon mal drinstehen. Hm. Ne, dass man sagt, möglichst viele haben vielleicht den Schritt schon gegangen und die Session ist hauptsächlich nochmal da auf die wichtigsten Punkte hinzuweisen und vielleicht offene Fragen zu beantworten. Okay. Leute, die neu dazukommen, einfach auf diesen Blogpost hinzuweisen, ne, weil wir nicht, sagen wir mal, es machen 30 oder 40 mit, die können wir halt nicht einzeln an der Hand nehmen und die Installation von Mindtest begleiten. Ne? Das ja, alle einzeln nicht, aber vielleicht hätte man ja tatsächlich eine Möglichkeit, also du hast ja gesagt, du hast nicht so viel Zeit, aber vielleicht hätte ja jemand anderes zum Beispiel Lust, das mit mir gemeinsam das nochmal für eine Session lang anzubieten. Auf jeden Fall. So als technischen Support oder so zur Vorbereitung. Gerne. Es ist auch also der Server steht, ihr könnt da auch jederzeit rein. Ich fahre den jetzt nicht runter, wenn wir aufgehört haben. Also wer sagt, heute Abend oder am Wochenende will man nochmal ein bisschen ausprobieren, gerne. Ja. Ich würde euch halt bitten, das Passwort quasi nicht im Internet irgendwo groß schon zu streuen, weil es da immer Leute gibt, die sagen, sie gehen da rein und drehen so eine Welt auf den Kopf, ne, oder zerlegen die komplett. Richtig. Da würde ich im Moment noch gucken, dass das so ein bisschen jetzt im Kreis der Corporate Learning Community Leute einfach bleibt. Ja, verstehe. Kannst du denn jetzt das zurücksetzen, was wir da gemacht haben? Nee. Marlene räumt doch immer schon auf hinter uns. Ja. Das kann sie gar nicht haben, wenn wir hier irgendwas machen. Merkt das schon. Oh ja, das ist gut. Meine Äpfel sind weg, dann höre ich jetzt auch, wenn ich selbst raus ist gut. Ja. Also vielleicht, wenn irgendjemand von der Gruppe jetzt irgendwie da auch Lust hätte, das mit anzubieten, kann mich ja dann über Discord oder auch so über CLC-Community auf Telegram anschreiben. Absolut. Also ganz alleine würde ich das jetzt nicht machen, aber wenn jemand Zweites noch dazukommt, kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Nee, cool. Super. Sonst noch Stimmen oder Gedanken? Also mir fällt noch ein, ich habe es jetzt gerade hier über ein Android-Tablet probiert. Die Steuerung ist auf dem Tablet ein bisschen anders. Da könnte man vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Okay. Und wir hatten jetzt relativ starken Fokus, wie komme ich rein, wie bewege ich mich? Das ist sicher basic, notwendig. Mir kam so dieser Gedanke, was mache ich jetzt damit ein bisschen zu kurz? Also ich habe die Idee so verstanden, wie entweder wir platzieren hier sozusagen Wissen, dass man sozusagen entdeckt, oder das andere ist, wir haben ein Thema und versuchen, eine Welt dazu aufzubauen, und sozusagen durch das Bauen lernen wir, wie dieses Thema XY funktioniert. Ja, also das war, was ich vorhin gesagt habe, weswegen ich mir überlegt habe, die Session heute und nächsten Freitag nochmal eine zu machen. Weil man braucht in der Regel erstmal so dieses, wie komme ich rein und wie bewege ich mich?
Und nächsten Freitag, wenn wir das alle können, also mit denen, die dabei sind, wird man eben überlegen, wie machen wir genau das Briefing für die Gruppen. Ne? Also wie, die Idee ist ja quasi, dass so eine Gruppe sich mal austauscht, wie würde unser perfekter Lernort aussehen und den sozusagen da prototypisch mal baut und umsetzt, eben 7 Gruppen einzeln, damit wir eben so eine Art Wettbewerbscharakterabend machen können und in Form von Schildern, die man hinhängen kann und einem sogenannten Wiki-Baustein, also man hat in Mindtest in dem Wiki, wo jede Gruppe ihren Lernort ein bisschen dokumentieren kann, also welche Lernprinzipien gelten da, was kann ich da tun und so weiter eben beschreibt. Ne? Und das würde ich halt dann nächste Woche mal zeigen, wie ich mir das überlegt hatte, dann davon ausgehen, dass jeder sich halt in der Welt schon bewegen kann. Ne? Ja, also ich glaube, dass da auch am Ende die Fragestellung schon so ein bisschen, oder nicht die Fragestellung, aber das Ziel schon ein bisschen genauer definiert sein muss, weil sonst verliert man sich da so leicht drin. Also ich kann mir das jetzt schon vorstellen, wenn man da vielleicht auch nicht so sofort in so einer Raum- oder Hausvariante denkt, sondern einfach mal so ein bisschen kreativer noch. Naja, was brauche ich vielleicht auch für den idealen Lernraum oder sowas? Ja. Also da sollten wir vielleicht einfach nochmal bis nächste Woche auch drüber nachdenken und darüber nochmal so ein bisschen brainstormen und sagen, was ist sozusagen genau die, also ich meine, da kann natürlich jeder immer noch mehr kreativ sein und die Aufgabe abwandeln, aber für viele, die dann auch erstmal so ein bisschen gefangen sind und sich da zurechtfinden, die müssen, glaube ich, schon ein bisschen so ein Ziel haben. Ja. Ja, es war ursprünglich mal ein Gedanke, der noch im Raum stand. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Lego Serious Play gemacht hat. Bei Lego Serious Play gehst du ja so vor, dass du sagst, du versuchst, eine abstrakte Idee dadurch sichtbar zu machen, dass du sie baust. Und das, was du in Lego Serious Play baust, muss nicht unbedingt was Physisches, was Materielles sein, ein Haus, ein Tisch und so weiter, sondern du versuchst einfach, deine Idee zu bauen. Und im Prinzip ist ja der Reiz an Minecraft ganz ähnlich wie bei Lego. Du kannst die Welt modifizieren, aber eben durch diese Bausteine in so einem gewissen Raster. Ne, wo in Lego auch jeder sofort sagt, aha, es passen halt diese Schnüpfel auf die Steine drauf, dann baue ich das zusammen. Ne, und das in die Richtung könnte man auch denken. Ne, da hatte ich nur dann überlegt, dann muss man den Leuten quasi so eine Art, so eine Grundidee Lego Serious Play mitgeben und dann so einen Prozess, dass sie da auch durchlaufen, was es gefühlt nochmal komplexer macht. Mhm. Aber ich finde die Idee gut, dass jeder bis nächste Woche, also jeder, der halt jetzt mit dabei bleiben will, bis nächste Woche mal überlegt. Und vielleicht kommen wir da auch noch auf ganz andere Ideen, was wir dann da machen. Für mich war einfach mal wichtig, dass überhaupt mal eine Session stattfindet, wo man in so einer Welt überhaupt mal was macht. Und für mich wäre es schon erfolgreich, wenn da Leute drin waren und einfach auch Spaß hatten abends und das mal ausprobiert haben. Auch wenn da jetzt kein tolles Gebäude oder Bauwerk oder was auch immer rauskommt. Eine Frage, gibt es denn Lego Serious Play in Minecraft oder Mindstate durchgeführt? Genau. Ich werde mal so ein paar Links zusammenschreiben. Es gibt Leute, die machen Design Thinking in Minecraft. Es gibt das ganze Thema Aufstellung, ne, Karl-Heinz? Aufstellung, weil du einfach dieses räumliche Gefühl und so weiter hast. Es gibt die ganze Clubszene, also Electric Forest zum Beispiel, das Techno-Festival hat komplett in Minecraft stattgefunden. Also da gibt es irre Sachen. Ja. Informatikunterricht, Geschichte, da wird das Kolosseum in Rom nachgebaut und man kann das dann begehen. Also da kann ich schreibe mal einen Post, wo ich mal so ein bisschen die Highlights, wo das so in Bildungskontexten eingesetzt wird, zusammenschreibe. Vielleicht kommen da auch nochmal Ideen her. Ja. Das wäre super, ja. Genau, da schreibt gerade noch einer, ich soll Tetris nochmal zeigen. Wer ja, war das? Du vorhin zeigen. Ich habe das geschrieben, aber hast du vorhin angekündigt. Gibt es denn eine Akademie drin? Ihr müsst euch einfach. Ich komme ja nirgendwo rein. Warum? Ich stehe immer vor den Türen, keine Ahnung. Ich wollte bestimmt schon meinen Kaffee und wollte mir einen holen aus der Küche, aber ich sehe nur Backöfen und ich stehe vor der Tür, keine Ahnung. Wenn du die Tür meinst, in dem Haus am Strand, wo wir da gebaut haben, da einfach also auf Türen einen Rechtsklick machen oder bei dem Haus, was wir vorhin da zusammengebaut haben, da habe ich an der Hinterseite auch eine Tür mit Druckplatte eingebaut oder man öffnet eben auch von vorne mit Rechtsklick. Ja, aber geht nicht, dann haut er da zwar immer drauf, aber es passiert nichts. Aber hau die linke Maustaste dann. Also dann hast du die falsche Maustaste. Du musst die rechte Maustaste nehmen. Nee. Mach da mal beiden. Egal, welche Maustaste ich nehme. Aber eigentlich, dann geh mal auf die Hinterseite. Da ist eine Druckplatte direkt vor der Tür und dann kommst du rein.
Dann kannst also du einfach. Ich zeige es einmal an dem Computer in der Akademie und dann würde ich die Aufzeichnung anhalten, weil wir ja dann von der Zeit durch sind. Also ich stehe jetzt vor dem Computer, ich schalte den ein, mache dann rechte Maustaste, dann bin ich auf der Benutzeroberfläche und dann kann ich hier Tetris spielen, ne, und mit den Tasten quasi die Steine hier bewegen. Mhm. Ich kann hier auch Mails schreiben, das ist auch ganz witzig. Ich kann zum Beispiel jetzt hier sagen, ich schreibe jemand, der hier schon mal am Computer war, eine Mail. Treffen heute Abend. Hallo, Marlene. Und wenn Marlene dann quasi irgendwo in meinen Test an so einen Computer geht, dann kriegt sie diese Mail. Also dann kann sie diese Mail lesen und kann auch die Mail quasi beantworten. Ne? Das ist wie so ein Computer im Computer, wenn man so will. Das ist auch ein Rechner. Ich weiß nicht, wer das, wie hieß das auf Windows? Minesweeper. Minesweeper, genau. Cool. Ja, mal hier klicken kann, genau, jetzt bin ich schon tot. Okay. Also auch sowas gibt's, ja. Nee, schön. Dann würde ich sagen, super, dass ihr dabei wart. Ich schicke eine Einladung für nächste Woche. Da tue ich diese ganzen, was ich jetzt an Post schreibe und an Links, tue ich da verlinken, dann findet ihr alles. Wer Lust hat, nächste Woche springt mit rein. Falls ihr sagt, ist nichts für mich, trotzdem danke, dass ihr heute dabei wart. Sehr cool. Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, wenn wir zurück in die Akademie wollen? Heu-Jump-Klein und dann? Leerzeichen und Akademie mit großem A. Nix dahinter, ne? Nicht eine 1 oder sowas. Ne, genau. Okay, dann. Genau. Okay, super. Dann würde ich sagen, schönes Wochenende euch. Und danke dir, Simon. Wunderbar. Gleich. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss, danke. Wahnsinn.